Kebassa, Freunde! Herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Heute verrate ich euch drei gute Tricks, um über die Feiertage nicht fett zu werden. So, ungewohnte Kulisse, oder? Ja, ich melde mich heute aus dem Big Sun Hauptquartier. Zeitlich passt es einfach besser. Ich habe jetzt gerade Feierabend, ich muss heute noch trainieren und ich habe auch an sich ein bisschen Stress zur Zeit. Deswegen passt es mir gerade hier ganz gut, weil ich gerade meine Ruhe habe, wenn jetzt zu ist. Und deswegen machen wir das jetzt einfach schnell. Also, drei geile Tipps, um über die Feiertage nicht fett zu werden. Wir werden drei verschiedene Aspekte beobachten, also ihr habt drei Möglichkeiten, die ihr quasi wählen könnt, wie ihr das Ganze mit so minimalstem Schaden wie möglich übersteht. Und naja, alle setzt natürlich voraus, dass ihr bisher auch passabel gekämpft habt, möchte ich mal sagen. Denn wenn ihr vorher schon dick wart, dann sind die Feiertage nicht schuld. Also da bitte auch immer etwas realistisch sein bei der ganzen Sache. Ganz einfach, so. Also als erstes kann man natürlich einfach über die Kalorien gehen. Man kann also die Kalorien mit einberechnen und kann sagen, ich rechne das Weihnachtsessen einfach zu meinen Kalorien und dann werde ich zumindest an diesem Tag oder in diesen Tagen ein sogenanntes Dirty If It Fits Your Macros machen. Das heißt, ich schaue einfach, dass ich trotzdem meine Kalorien treffe, jetzt nicht unbedingt die Macros, Entschuldigung, die lassen wir quasi außen vor, weil es ist fast nicht möglich, die einzuhalten über die Feiertage. Da kommen viel zu viel durcheinander zusammen und meistens kommt eine viel zu hohe Fett- und Zuckerbilanz auf und deswegen ist es eigentlich nicht machbar. Also nochmal, das heißt, wir halten uns nur an die Kalorien und nein, ihr müsst nicht Kalorien zählen, das geht natürlich völlig auf die Eier, da habt ihr keinen Bock drauf. Hier geht es darum, euch ein bisschen zu kennen und zu schätzen. Ihr wisst ungefähr, wie viel Kalorien ihr bis jetzt verbraucht habt, ihr wisst ungefähr, was ihr bis jetzt gegessen habt. So, das setzen wir jetzt einfach mal voraus, weil das macht auch Sinn. Und jetzt überlegt ihr euch einfach zum Beispiel, das ist die erste Möglichkeit, ihr lasst zum Beispiel zwei Mahlzeiten aus. Ihr müsst halt ungefähr wissen, welche Kalorien ihr so habt pro Mahlzeit oder welche Mahlzeiten das sein werden. Und sagt dann zum Beispiel, ich mache eine bisschen längere Essenspause quasi, ich lasse zwei Mahlzeiten aus, mache in der Zeit irgendwas, lenke mich ab, was weiß ich, und spare so zum Beispiel pro Mahlzeit 500, 600 Kalorien, was über 1100 Kalorien wären. Das ist ein ganz nettes Weihnachtsessen, da kann man ordentlich reinhauen. Das wäre die eine Möglichkeit, das ist ein bisschen schwierig, weil hungern hat eigentlich keiner Bock drauf. Die weitere Option in dem Bereich hier noch Kalorien wäre einfach, dass du auf kalorienarme Lebensmittel umsteigst, bis hin zum Weihnachtsessen eben. Bedeutet quasi, du könntest dich, ist jetzt mal ein blöder Vorschlag, fast den ganzen Tag von Gemüse ernähren. Du könntest morgens ein leichtes Rührei oder Eiklar mit ein bisschen Brokkoli essen oder was weiß ich. Dann machst du dir einen riesigen Salat über den Tag, vielleicht sogar zwei, und du hast faktisch so gut wie gar keine Kalorien zu dir genommen. Das bedeutet, ohne großen Aufwand zu betreiben, und ein Salat macht dir auch trotzdem satt, du kannst die ganze Schüssel voll machen. Ist gar kein Problem. Der Salat wird dich kalorisch nicht in die Scheiße reiten. Es sei denn, du haust da jetzt 100 Gramm Erdnussbutter rein und noch 200 Gramm Lachs. Das ist was anderes. Das sind halt Faktoren, auf die musst du ein bisschen aufpassen. Aber nimm ruhig buntes Gemüse und mach dir zum Beispiel über den Tag verteilt zwei große Salate. Die werden dich ordentlich gären, du wirst also satt bleiben und wirst dann rechtzeitig zum Weihnachtsessen wieder Platz haben. Und hast, wenn du es ganz schlau anstellst, angenommen, du hast irgendwie 3000 Kalorien pro Tag und dann kommt das Weihnachtsessen und du hast durch die zwei Salate nicht mal 1000 verbraucht. Dann stehst du ganz schön gut da, oder? Und dasselbe gilt natürlich auch für Mädels. Wenn ihr jetzt, sage ich mal, 2-2 habt, dann esst ihr ja verhältnismäßig etwas weniger. Dann habt ihr zum Beispiel zwei Salate und seid vielleicht höchstens auf 700, dann steht ihr auch noch echt geil da. Das heißt, das ist der Kalorienweg, den wir gehen können und so würde er ziemlich gut funktionieren. Der nächste Trick, der meiner Meinung nach ziemlich klug wäre, sogar viel, viel besser ist, wir können ihn natürlich auch mit Trick 1 kombinieren, das könnt ihr euch jetzt denken, wie ihr wollt. Wir versuchen durch das Weihnachtsessen Gains zu machen, statt Fett. Wie funktioniert das? Ganz einfach, wir nutzen geleerte Glykogenspeicher und die anabole Phase nach dem Training aus, das anabole Fenster, das nicht existiert quasi. Jedoch halt, tatsächlich, wenn ihr durch ein anständiges Muskeltraining die Glykogenspeicher leert, ist euer Körper in absoluter Bereitschaft, alles was reinkommt, eher in die Muskelspeicher zu leiten, als zum Beispiel in die Triglyceridspeicher, also in die Fette. Das heißt eher Glykogenspeicher, als zum Beispiel Triglyceridspeicher. Das heißt, auch wenn damit primär Kohlenhydrate gemeint sind, ist euer Körper durchaus in der Lage, Energie besser zu verwerten, wenn ihr von einem harten Workout kommt. Denn euer Körper braucht diese Energie jetzt für die Regeneration. Das heißt, er braucht Kalorien. Was wäre hier also der Plan? Erste Möglichkeit ist tatsächlich, du lässt alles fast genauso wie es ist, riskierst an dem Tag einen kleinen Überschuss, lässt vielleicht eine Mahlzeit vorher aus, gehst dann richtig hart trainieren
und schaust, dass du, wenn du vom Training nach Hause kommst, vielleicht noch ein halbes Stündchen zu Weihnachtsessen hast. Das muss man natürlich mit der Familie abquatschen, ob das so klar geht. Aber zumindest an einem oder zwei der Tage sollte das vielleicht funktionieren, oder? Weil nicht an jedem Tag ist, glaube ich, den ganzen Tag Anwesenheitspflicht. Also lass dir diese Option auf jeden Fall offen, denn sie ist tatsächlich meiner Meinung nach die nützlichste. Und jetzt kommen wir zur nächsten Möglichkeit. Wir kombinieren diese Option mit einer Variable von Option 1. Das bedeutet zum Beispiel, du, und jetzt kommt eigentlich der Masterplan überhaupt, du isst zum Beispiel zwei Salate oder ist ja egal wie, relativ kalorienarm für deine Verhältnisse über den Tag, aber so, dass du auch satt wirst. Unser Konzept ist jetzt nicht dafür da, dass du leidest. Du sollst die Weihnachtstage schön verbringen. Du kannst sogar zwischendurch ein, zwei Plätzchen essen, weil wenn du kalorienarm isst, dann hast du ein bisschen Guthaben quasi. Angenommen, du hast 3000 Kalorien, jetzt nochmal das Beispiel. Du isst zwei Salate, die kommen vielleicht auf 800 Kalorien insgesamt und dann isst du nochmal ein paar Plätzchen über den Tag verteilt. Dann sei halt auf 1000 Kalorien oder 1,1 von mir aus. Wenn du auf 3000 bist, dann steht noch immer ein üppiges Weihnachtsessen vor dir. Und die Frage ist, ob du die 2000 überhaupt noch reinkriegst. Ja, wahrscheinlich, ihr viel fraßt schon. Und mit Eis bzw. Nachtisch sowieso. Aber warum nicht? Ist doch Platz. Und ist ja nicht immer. Ist ja nur dieses Mal. Bedeutet also, jetzt nochmal zurück zu dem Plan. However, so wie du Bock hast, machst du dir deine Low-Calorie-Lebensmittel bzw. Meals fertig, hast dann quasi schon sehr viel Kalorien gespart. Dann gehst du trainieren. Trainier richtig High Volume. Das bedeutet, hohe Wiederholungszahlen, pump dich richtig aus, mach dich leer. Wirklich. Und trainiere eine große Muskelgruppe. Mach dich alle. Kombiniere von mir aus zwei große Muskelgruppen. Mach Beine und Rücken. Ist eigentlich totaler Hirnriss, aber verstehst, was ich meine. Trainiere eine große Muskelgruppe und pump dich noch ein bisschen aus hinterher mit einer ISO von einer kleinen Muskelgruppe zum Beispiel. Mach dich also richtig leer. Dann kommst du pünktlich zum Weihnachtsessen nach Hause, hast quasi erstens schon einen Haufen Kalorien gespart über den Tag. Zweitens schreien deine körpereigenen Muskelspeicher bzw. die Glykogenspeicher, die Kohlenhydratspeicher, schreien geradezu nach Energie. Und dann, was kommt dann? Dann kommt das ordentliche Weihnachtsessen. Dann kommen Klöße, Kartoffelsalat, was weiß ich, von mir aus Pommes und alles rein damit. Natürlich ist es immer noch scheiß Essen quasi, in Anführungsstrichen, hey, ich sag nichts gegen unser Weihnachtsessen, alles cool, haben wir uns alle verdient. Aber euer Körper wird damit einiges anfangen können, vor allem, wenn ihr quasi in der Regenerationsphase unmittelbar nach dem Training seid. Guter Plan. Schließlich und endlich Möglichkeit 3. Eigentlich eine relativ easy Sache, und zwar, du scheißt einfach drauf. Jetzt müssen wir aber Prämissen für Möglichkeit 3 schaffen. Möglichkeit 3, meine Meinung, jetzt überlegst du dir einfach, wie du es haben willst. Du hast wirklich eine ganze Weile absolut vorbildlich durchgezogen. Bedeutet, du hast einen festen Ernährungsplan, du isst genau nach Kalorien, du isst clean, du machst brav dein Cardio, du gehst zu jedem Training, du bist wirklich schon voll dabei. Du hast jetzt, sagen wir mal, mindestens 4, 5, 6 Monate am Stück durchgezogen. Vielleicht warst du einmal zwischendurch Sushi essen oder zweimal oder hast auch mal eine Pizza gegessen. Aber ich meine jetzt hier wirklich Ausnahmen. So 1, 2, 3 Mal in der ganzen Zeit. Hast ansonsten nonstop durchgezogen. Vielleicht warst du auch mal eine Woche krank. Kommt vor. Ja, aber ihr wisst, was ich damit meine. Du bist voll drin. Du kannst reinen Gewissens sagen, ich zieh durch wie kein anderer. Weißt du was? Mein voller Ernst, dann scheiß drauf, wirklich, scheiß drauf, dein Körper wartet auf sowas, er braucht das, er wird es absorbieren, gönn dir das Weihnachtsessen. Wenn du dich damit besser fühlst, dann iss vorher halt etwas weniger, damit du ungefähr in der Kalorienrange bleibst, aber ein kleiner Overload, der wird dir ganz gut tun und du gehst es wieder abtrainieren, also ist alles cool. Also das sind die Prämissen dafür, dass du sagst, du scheiß drauf, das ist tatsächlich möglich, wenn du vorher vorbildlich durchgezogen hast. Oder wenn du gerade von einer Wettkampfdiät kommst doch und den Rebound gerade noch hast als Bonus. Wobei bei Rebound aufpassen, in kürzester Zeit sehr, sehr schnell viel zunehmen, ist natürlich fürs Herz nicht allzu gesund und auch für die Blutfettwerte nachhaltig nicht so cool. Also auch hier natürlich immer ein bisschen aufpassen, wie ihr das gestaltet. Aber ist natürlich an sich auch eine Möglichkeit, dass ihr gerade Guthaben habt, weil ihr aus einer zum Beispiel Wettkampfdiät kommt. An alle, die tatsächlich über Weihnachten in einer Wettkampfdiät sind, mein Beileid. Aber ey, wenn das so ist, dann habt ihr euch so entschieden und dann empfindet ihr das nicht als Scheiße, sondern ihr wollt es so, weil ihr ein Ziel verfolgt. Deswegen von mir dann viel Erfolg und Gas geben auf jeden Fall. Ich respektiere das. Und dann alle anderen, wünsche ich schon mal schöne Feiertage, Leute. Lasst euch feiern, verbringt wunderschön viel Zeit mit eurer Familie. Lasst mal 5 gerade sein, gönnt euch auf jeden Fall was. Leute, ihr werdet nicht an Weihnachten fett, das stimmt nicht, ja? Wie sagt man so schön, ihr werdet nicht zwischen Weihnachten und Neujahr fett, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten, ganz klar. Das heißt, macht euch jetzt nicht verrückt, wenn irgendwie vorher schon alles schiefgelaufen ist, dann sammelt euch mal, besinnt euch auf eure Ziele und macht euch nochmal Gedanken, warum ihr das macht, sucht nochmal die ganze Motivation, den Ursprung zusammen oder sucht euch einen Coach. Ich stehe natürlich bereit, ich habe gerade sehr viel
viel Coaching-Anfragen, jetzt schon fürs neue Jahr. Wer Bock hat, meldet sich nicht noch unter www.coacharonmike.de, gar kein Problem. Und dann sammelt ihr euch, wie gesagt, und schaut nochmal, warum ihr angefangen habt, was eure Motivation ist und startet wirklich nochmal vom Mindset hier ganz von vorne. Aber gebt nicht dem armen Weihnachten die Schuld, denn wenn ihr das ganze Jahr über Gas gegeben habt, dann habt ihr euch jetzt nichts vorzuwerfen und könnt einfach mal, auch als die tupperlosen Pumper, als die ihr bei eurer Familie schon abgestempelt seid, auch als die dürft ihr jetzt ruhig mal die Feiertage genießen. In dem Sinne entlasse ich euch in eben diese und wünsche euch schon mal frohe Weihnachten, wundervolles Fest, besinnliche Zeit mit der Familie und Iron Mikey ist raus. Abonniert, aktiviert die Glocke, schreibt mal drunter, was es bei euch zu Weihnachten gibt und ob ihr euch drauf freut und welche der Methoden ihr eventuell anwenden werdet. Schreibt es mir mal drunter, was ihr davon haltet, was wollt ihr anwenden. Abo, Glocke da lassen, Iron Mikey ist raus.